Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 News Video. Denn Jurassic World Evolution 2 hat auf den Social Media Kanälen Twitter und Instagram etwas super Interessantes für uns gepostet. Und zwar ein kurzes Video und dazu der Text: Hier scheint etwas ein wenig seltsam in den Lagunen zu sein. Aber könnt ihr sehen, was es ist? Irgendwelche Ideen? Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Ich spiele es jetzt einmal so ab, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Das ist nämlich nur ganz, ganz schwer zu sehen. Das werde ich euch gleich nochmal rangezoomt zeigen. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts. Da gehe ich mal von aus. Na, konntet ihr was sehen? Wahrscheinlich konntet ihr nicht viel sehen, aber das ist ein Teaser für das nächste DLC vermutlich. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal genauer an. Ich springe jetzt mal hier direkt an die interessanteste Stelle. Ihr müsst gleich genau hier hingucken. Da zoomen wir jetzt nämlich auch mal rein. So, machen wir mal, dann könnt ihr es, glaube ich, gut so erkennen. Und jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Habt ihr es gesehen? Also ich denke, man kann eindeutig erkennen, das ist ein Hai. Und das wird dann ziemlich sicher der Megalodon sein. Also viel kann man leider nicht sehen, aber hier sieht man es eindeutig, denke ich. Also sieht man auf jeden Fall diese Rückflosse, diese Rückenflosse. Das muss von einem Hai sein. Also werden wir den Megalodon für Jurassic World Evolution 2 bekommen. Da freue ich mich natürlich tierisch drüber. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ein komplettes Lagoon-DLC bekommen. Denn man konnte in diesen Clips noch ein bisschen mehr erkennen. Hier an dieser Stelle kann man auch irgendwas erkennen. Aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Da könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es jetzt hier ein paar Mal abgespielt. Man sieht es halt nicht wirklich. Also hier ist nur so ein ganz dunkler Schatten, so ganz leicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Aber jetzt sieht man da auch nochmal so eine Flosse. Da sieht man das ganz gut, also hier. Seht ihr da die Flosse? Bewegt das Ganze jetzt mal und dann guckt ihr mal. So, da ist auf jeden Fall irgendwas, was da schwimmt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es echt was Großes ist, weil der Schatten echt interessant aus. Der beginnt schon hier, das sieht man ganz leicht. Also vielleicht bekommen wir noch irgendeine andere sehr große Unterwasserkreatur. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Aber wenn ihr da was wisst, könnt ihr es gerne mal reinschreiben. Also ich bin mir da nicht sicher, was das sein könnte. Hier auf dem Boden der Lagune kann man leider nichts Neues erkennen. Es wäre natürlich schön, wenn das wirklich ein Lagunen-DLC ist, dass wir dann auch neue Deko bekommen. Vielleicht auch ein paar größere Sachen und Sachen, womit auch die Wassersaurier interagieren. Das würde ich mir wünschen. Weil die haben sehr wenig Animation. Deswegen sind die nicht so spannend zum Zuschauen. Das hier könnte aber ein Hinweis darauf sein. Da bin ich mir unsicher. Es könnten auch diese weißen Fahnen sein, die über der Lagune sind. Und deswegen sieht man die so im Hintergrund. Könnte aber auch irgendwas an der Lagunenwand sein, irgendwelche Deko. Hier sieht man auch nochmal was sehr Interessantes. Sieht für mich aus wie so ein Wal oder sowas. Bin mir aber da nicht sicher. Hier so. Könnt ihr auch mal euren Guess in die Kommentare schreiben, was das sein könnte. Ich hatte bei Reddit gelesen, vielleicht der Schonisaurus? Ich weiß es nicht. Sieht auch so ein bisschen so aus, als wenn das zwei sind, oder? So, hier sieht es einmal so aus. Und hier unten, aber ich glaube, das da unten könnte halt auch einfach der Schatten sein. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und hier schwimmt auch noch was Längliches durchs Bild. Hier vorne direkt, das hier. Okay, ich habe mir das jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das doch nichts ist, was ich gerade gesehen habe. Beachtet mal hier auf diese zwei Fische. Die beiden, die schwimmen jetzt gleich, wenn sie hier sind, an der Kante. Da schwimmen die genau übereinander und dann sehen die aus wie ein länglicher Fisch.
Sie schwimmen jetzt dahin. Jetzt sind sie genau übereinander. Ich glaube, das sind einfach zwei normale kleine Fische, die direkt so schwimmen, als wenn es so aussieht, als wäre es irgendwas Längliches. Also ich glaube, das ist dann nicht mehr interessant für uns. Aber da unten in der Mitte, das ist noch sehr spannend. Ist auch halt immer schwer, die Größenverhältnisse einzuschätzen. Also man weiß halt nicht, wie groß das hier ist. Und hier oben ist halt auch noch ein Gebäude. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ah, weiß ich nicht. Ist auch immer schwer zu sagen, ob das was Neues ist oder nicht. Was ich mir natürlich dann auch noch wünsche an Gebäuden, wären mehr Viewing-Galerien, die man halt im Wasser platzieren kann. Und mehr Möglichkeiten, um halt den Besuchern dort Sicht zu bieten. Vielleicht sowas wie ein Dom im Wasser. Diese kann man ja auch ins Gehege mittlerweile platzieren, diese Viewing-Domes. Na, dann haben wir hier nochmal das Interessanteste. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Also das ist vermutlich dann der Megalodon. Das ist halt schon sehr eindeutig. So eine Rückenflosse, so eine senkrechte, das muss ein Hai sein. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist der Megalodon. Und hier sehen wir auch nochmal irgendwas Dunkles durchs Wasser schwimmen. Keine Ahnung, was das sein könnte. Auch wieder schwer zu sagen. Also ihr könnt natürlich auch hier wieder gerne Guesses machen, aber man sieht halt fast nichts, es ist so klein. Aber dadurch, dass jetzt so viel geteased wurde hier in der Lagune, gehe ich einfach mal davon aus, dass es echt ein Lagunen-DLC wird. Was ich an sich auch gut finde, weil die Lagunen sind mir ein bisschen zu langweilig. Also man hat nicht so viele Möglichkeiten, die zu gestalten. Und es wäre natürlich schön, wenn wir da ein bisschen mehr haben würden. Ich glaube, am Freitag diese Woche ist ein Spezial-Livestream von Frontier angekündigt. Da werden wir dann auch mehr sehen von dem, was uns hier schon angeteased wurde. Ich bin jetzt aber mal sehr gespannt auf eure Spekulationen in den Kommentaren. Falls ihr mehr Jurassic World Evolution 2 Content sehen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, das würde mir sehr helfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.